Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Oh, ist die Musik ein bisschen laut? Kann das sein? Hallo. Bist du dir sicher, dass du weißt, wie das funktioniert? Ich versuche das jetzt noch einmal. Einmal noch Anlauf. Mit Anlauf. Wo ist denn die Telegrammstation? Hältst du diesen komischen Dings da richtig rum? Ja. Vielleicht hast du ins Ohr gesprochen? Oder wie nennt man das? Nee, das hält man sich ja ans Ohr. Und hier vorne spricht man rein. Banksound in die Blackboarder. Probier mal irgendwo, ob es funktioniert. Ja, ich versuch mal in Chantenay am Bahnhof. 2, 1, 1, 2. Wer sind die beiden? Oh, das klingelt. Ein Geräusch? Ja, ja. Vielleicht waren die anderen Nummern falsch. Ah, normalerweise funktioniert das Gerät hier. Hallo. Okay, einmal noch. Jetzt ist richtig. Ich habe schon fast keine Lust mehr, aber... Vielleicht haben sie auch die Kabel durchgeschnitten. Government... Justitie Saint-Denis. Ernstberg, wir alle. Vielleicht ist das alles zu weit weg, vielleicht musst du wo anrufen, was näher ist. Aber Saint-Denis ist doch schon verdammt dicht dran. Ach so, ja, stimmt. Ja. Blackwater Police Department. Welcher ist denn Bastille Saloon? Aldings Chatterdon. Ah. Lord Cheshire. Ja, komm, wir rufen mal bei dem an. Man kann ihn anrufen? Ja, man kann da hinkabeln. Hier, man. 1204. Hallo. Ja. Was? Ist da jemand? Nein, ich hab gerade gedacht. Bilde mir schon ein. Hallo? Das funktioniert irgendwie nicht, glaube ich. Ich glaube, du machst was falsch. Warte, lass mehr. Funktioniert gar nicht. Nö. Teufelszeug.
Meine Güte, es regnet. Ach, wahrlich eine Bierhölle. Ich grüße euch alle übrigens. Ich bin gerade wieder ein bisschen busy und ich habe kein Geld. Angst. Ach, das ist ärgerlich. Ich will Barry gleich mal Geld geben. Na gut, machen wir erstmal aber das hier. Immer dieses Medienvoice. Achso, das ist ein Aktending. Black. So. Was soll ich denn jetzt? Oh, verdammt. Was ist das denn? Machen wir uns das hier an. Okay. Alles kompliziert, Leute. Ja, stimmt hier gar nicht.
Manuskript hätten wir. Sehr gut. Gut. Das ist alles richtig wichtig. Ärgerlich, dass ich kein Wasser habe, kein Geld habe, ne? Sonst werde ich mir das andere Skript noch machen. Ja. Hä? Da kann ich ja nicht an die Auslage gehen. Schnana, bist du da? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Meine Güte, ist das laut, oder? Ist das bei euch auch so laut? Aber ein bisschen mehr in den Hintergrund, die schöne Musik hier. Gut, dann ist Weppy scheinbar nicht da. Da muss ich irgendwie zusehen. Jetzt zum Bahnhof. Ja, wie kommt man dann jetzt hier raus, ne? Sicher. In der Hoffnung, man findet hier eine Möglichkeit. Das ist echt blöd, so einen hilflosen Charakter zu spielen. Das ist, du bist echt angewiesen auf was der nächste Charakter, den ich spiele. Der wird auf jeden Fall wieder alles, aber nicht hilflos sein. Oh Mann. Nur diese Art von Anspielen, Alter. Meine Güte. Barry, sind Sie das? Eure Exzellenz. Ah. Da sind Sie ja. Ja, durchaus. Barry, wie sehen Sie denn aus? Nun, mein Landstreicher-Outfit, nicht wahr? Ja, in der Tat. Ich habe gerade einen Bären vertrieben, glauben Sie das? Ja, mit Ihrem Aussehen. Das war tatsächlich wahr. Ja, ein tolles großes Tier. Das war wirklich ein erschreckender Anblick, nicht wahr? Oh. Was machen Sie denn da mit dem Fenster? Nun, vergessen Sie es. Nun, Barry, ich würde gerne zurück nach Saint-Denis. Ja, ich arbeite an diesem Problem. Schon seit ein paar Tagen, wir sitzen hier fest. Ja, ich weiß. Barry, das weiß ich. Ja. Nun sind wir interessiert an Lösungen, nicht? Nun, durchaus. Gibt es eine Lösung, Barry? Nun, also wir haben zwei Möglichkeiten, die mir aktuell unterliegen. Nun, das eine wäre der Fußmarsch. Nun, das möchte ich Ihnen nicht zumuten. Nein. Und das zweite wäre ein Pferd. Ich habe ein Pferd. Ja. Da konnte die Kutsche nicht repariert werden? Nein, nein, nein. Der Mann im Stall, er ist zu unfähig für so etwas. So arbeiten und ich finde kein Werkzeugkoffer, um es selbst zu tun. Pferd, nun. Ich weiß, es ist schrecklich. Was ist mit dem Zug? Nun,
Der fährt nicht von hier. Guten Tag, Sir. Sagen Sie, Sie kann doch bestimmt helfen, nicht wahr? Sie sind doch bestimmt ein frommer Annisburg-Mann. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach, da sagen Sie was, da sagen Sie was. Ja, ja. Nun, ich wünsche Ihnen trotzdem einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, vielen Dank. Hm. Und er kann es leider nicht helfen. Er hat gesagt, ich soll mich ins Knie ficken. So ein kecker Mann. Was meint er damit? Ich weiß es nicht, aber es die Handlung lustig. An sich wirkt sehr obskur. Nun, schmerzhaft. Ja. Vermag ich zu sagen, schmerzhaft. Krämpfe. Nun, Harry, was soll ich Ihnen sagen? Ja. Der Gedanke, auf ein Pferd zu sitzen, widerstrebt mir allerdings. Nun, habe ich heute Morgen meine letzte Paar Unterhosen verbraucht. Oh, meine Güte. Ja, deswegen riskieren wir es. Nun, Sie können reiten? Ja, nun, so mäßig, ja. Organisieren Sie so ein Tier und... Natürlich. Sie warten. Ich warte. Nun, aufstrebender Kardinal, ja. Bischof von Le Moyne. So stehe ich hier. Und... Ups! Muss mir den Dreck von den Kleidern waschen. Freundliches Eckchen. Mir di veniz grazia. Domini sebesco. Wie meinen? Sie, Signore. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Bleibe nicht mehr lang. Bald breche ich wieder auf. Meinen Sie, man kann sich so ein Tier dort hinten leihen? Ich ein guter Reiter bin, Signore. Nein, bin ich wahrlich nicht. Bin ich wahrlich nicht. Eine schöne Gegend hier, ja. Ja, wirklich. Und... ein Boot wäre vielleicht... angemessen, nicht? Ah. Meine Güte. Ah. Was ist der denn? Da hinten nicht rumturnen sehen. Meine Güte. Ah. Naja, wenigstens schön kühl ist es hier oben, nicht? Schön kühl. Ah. Hier ist mir. Ui, ich da in etwas reingetreten? Wie ich immer schreibe. Alter, ich hasse es, hier warten zu müssen.
Dieser Assi, Alter. Ich seh's gerade. Der Assi, der reitet irgendwo wild rum. Kein Geld, ey, es ist so ätzend. Wow. Harry, haben Sie einen Dollar? Oder zwei? Und was brauchen Sie? Ein Buch. Ich will mir ein leeres Buch von dem Händler gekauft. Ja, natürlich. Bleiben Sie stehen! Und Sie waren gerade noch hinter dem Pferd, wie sind Sie denn so schnell herübergeschallt? Guten Tag, Liebes. Nun, Barry, ich habe versucht zu baden. Oh. Und habe es dann gelassen. Ich dachte, ich käme schmutziger aus der Wanne wieder heraus, als ich rein. Nun, dort badeten anscheinend nicht so saubere Gestalten. Schwierig, eins zu finden, wo kein Kaffeefleck drauf ist. Nun, hier ist nicht die beste Qualität vorhanden, nehme ich an. Ah. Es wird Zeit, dass wir verschwinden auf diesem Drecksloch. Ja, und sollten wir nochmal herkommen, dann vielleicht mit dem Boot, was meinen Sie? Oh ja, durchaus, das ist eine fabelhafte Idee. Helfen Sie mir. Warten Sie. Oh, meine Güte. Und, oh meine Güte. Okay, vielleicht wenn Sie mehr Kraft. Ja. Ah. Fabelhaft. Und halten Sie sich an meinen Hüften fest. Durchaus, ja. Genau so. Meine Güte, was ist das? Oh, das ist der Bär von gerade eben. Oh, verjagen Sie ihn wieder mit Ihrem Landstreicher-Outfit. Ja, ja. Oh, Bär! Weiche! Weiche im Namen Gottes! Oh, hallo! Oh, schauen Sie, das klappt. Fabelhaft. Ja, vielleicht klappt das ja auch bei dem Puma oder bei den Banditen. Nun, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das bei den Banditen. Ich werde es probieren. Wunderbar. Nun, ich habe Telegramme erhalten. Sprechen Sie. Nun, lass mal, wie wir da sind. Schrecklich. Keine wirklich angenehme Art zu reisen. Das ist unwürdig eines Mannes, meines Rangs. Guten Tag, der Herrschaften. Was war das? Sagen Sie, nicht zu viel. Was denn? Reiten Sie! Oh! Reiten Sie! Die schießen auf uns! Barry! Oh, geschossen. Wer denn? Barry, doch! Da hinten, Sie haben Pferde! Reiten Sie um mein Leben! Wer hat Pferde? Reiten Sie weg! Nach Saint-Denis, Barry! Barry! Sie dort, schnell! Laufen! Schnell, steigen Sie auf! Hoch! Hoch, steigen Sie auf! Steigen Sie auf jetzt! Eure Exzellenz? Vielleicht sollten Sie aufsteigen! Nun, ich kann nicht! Vielleicht hätten Sie reiten, weil ich es Ihnen gesagt habe! Nun, ich habe den Mann getroffen, er rennt weg! Harry, wann haben Sie eigentlich aufgehört, auf mich zu hören? Nun, ich wusste nicht, welche Männer Sie meinen. Nun, die Männer, die uns verfolgt haben. Augenscheinlich die da hinten ankamen. Wieso haben Sie umgedreht? Nun, ich wollte Ich bin sehr enttäuscht. Harry? Ach. Ich bin sehr enttäuscht. Sie sind also enttäuscht, ja, Exzellenz? Ja, ich bin enttäuscht. Oh. Barry, seit wann sind Sie denn so aufsässig?
Ich bin enttäuscht, also Sie... Ja, ich bin enttäuscht, dass Sie nicht weitergeritten sind. Eine unnötige Gefährdung meines Lebens. Nun steigen Sie auf. Sie mir nicht die Wein. Nun steigen Sie auf. Das überlege ich mir, Barry. Oh, machen Sie das. Wer soll Sie denn weinen, wenn ich tot bin? Ich kann noch zurück nach Ohio gehen. Mr. Sullivan hat mir ein tolles Angebot gemacht, als ich die Woche da war. Nun, vielleicht sollten Sie das tun. Das haben Sie nicht gesagt. Bügeln Sie sich, Barry, mein Freund. Übersteigen Ihre Kompetenzen. Was? Nun, drohen Sie mir! Ich bin der Bischof von Lemoyne. Exzellenz! Oder sollte ich sagen, Eure Unverschämtheit! Ich? Dass Sie! Und du meine Güte, Barry, ich erkenne Sie nicht wieder. Was ist nur passiert mit Ihnen? Bringen Sie mich nach Saint-Denis, Barry. Durchaus. Ich hoffe, dass er hat... Nun, vielleicht hat es ja mit dem anstehenden Druck zu tun. Ihr Leben wird sich radikal ändern morgen. Das entschuldigt nicht den Ton. Barry, wollen Sie denn noch zum Priester geweiht werden? Nun meinen Sie, ich mache jahrelang das Studium, um dann alles hinzuwerfen einen Tag davor. Eine einfache Ja- oder Nein-Antwort. Wieder so aufsässig, Barry. Barry, Sie müssen Ihren Platz lernen. Noch sind Sie nicht Bischof, Barry. Noch nicht, noch. Nun, das werde ich nicht sein. Ich entscheide, was Sie sein werden, Barry. Nun, sicherlich kein Bischof. Sie begegnen sich in die Dienste Gottes, Barry. Das bedeutet, dass es nicht mehr Ihr Leben ist, sondern das Leben Gottes. Und deshalb werden Sie mich mit dem nötigen Respekt behandeln, Barry. Vielleicht sollten Sie gleich in die Katakomben gehen und über Ihr Verhalten nachdenken, Barry. Nein, das werde ich nicht tun. Haben Sie mir gerade widersprochen, Barry? Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Nein, das habe ich nicht. Doch, Sie sagten, nein, das werde ich nicht tun. Und was war, Barry? Unglaublich. Was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht. Meine Güte, muss mir das für morgen wohl nochmal überlegen. Ich steige ab. Das darf nicht wahr sein. Nach allem, was ich für ihn tue. Und jetzt werde ich etwa nicht zum Priester. Demut und Reue, Barry. Demut und Reue. Wer führen will, muss dienen lernen. Fix. Ah ja, das brauche ich jetzt.
Sehe Sie im Beichtstuhl, wenn Sie soweit sind, Barry. Das war ein richtiger Machtkampf, oder? Krass, wie aufsässig er gerade ist. Eine Idee, wie der Bischof... Ja, was soll der Bischof jetzt anders machen? So, ich muss aber jetzt hier kurz das hier noch fertig machen. Na, da brauche ich noch mal so eine Mediendatei. So. So. Jetzt muss ich das andere Ding rausnehmen. Nun, was werden wir tun? Nun, erst einmal werden Sie neben mir gegenüber ändern, Barry. Aber ich muss Ihnen sagen, ich glaube, es ist auch meine Schuld. Ich habe zu viel Nähe zugelassen zwischen uns. Ich denke, es liegt daran, dass Sie die einzige Person waren, die den Glauben so hoch gehalten haben wie ich. Vielleicht ist es auch der Druck, der auf Ihnen lastet. Aber in meiner Position kann ich mir gegenüber solch ein aufsässiges Benehmen nicht dulden, Barry. Es ist unmöglich. Wie soll ich eine Kirche aufbauen, wenn meine rechte Hand nicht auf meine Weisung vertraut? Bedauerlich. Es ist meine Schuld, Barry. Es ist meine Schuld. Vielleicht habe ich Ihnen zu viel zugemutet. Und dazu noch diese Nähe, diese Vertrautheit zwischen uns. Nun, es wird sich ändern, wenn Sie noch bereit sind, diesen Weg der Kirche zu dienen. Wenn das nicht so ist, kann ich es verstehen, Barry. Dann kann ich es verstehen.
Ja, Mr. Berrigan. Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Nein, nein. Können Sie behalten. Jetzt? Einige der Schritte hier so rum. Ja. Sofort wird Ihnen der Bischof nur noch Mr. Berrigan. So. Die Lektion, die er jetzt aus dieser Situation gezogen hat. Es regnet schon wieder. So, wir gehen jetzt erstmal was essen. Wurde ermordet. Da muss Mr. Berrigan alleine durch. Also. Ja, durch. Eure Exzellenz. Nun, es ist was Schreckliches vorgefallen. Wir müssen sofort alle Umstände vergessen für ein paar Minuten und unter sechs Augen reden. Dringlichst. Guten Tag, Eure Exzellenz. Nun, wir gehen nach unten. Kommen Sie. Ja, natürlich. Du meine Güte. Meine Güte. Nun, sollen wir die Messe absagen? Oder später? Na ja, zu sagen. Ich denke, er hat das verdient, auf jeden Fall. Oh ja, durchaus. Das ist ja schrecklich. Mein Beileid. Worum geht es? Legen Sie mich mal und vorne los. Eure Exzellenz, gestern war dieser Sommernachtball hier in Saint-Denis. Oh. Und Governor Young war auch zugegen. Ach, Governor Young, der bald nicht mehr Governor ist, weil es neue Wahlen geben wird. Ja. Ja, richtig, er ist auch jetzt nicht mehr Governor, denn er wurde ermordet. Meine Güte, was? Ja, es hat sich wohl irgendein
Mann irgendwie Zugang verschafft, hat ihn zur Rede gestellt. Dieser Mann meinte irgendwas mit der Vergangenheit, irgendwas würde ihn einholen. Naja. Nun, wer hat jetzt das Gavanda-Amt in sich? Die Kirche würde einspringen. Ich weiß nicht, was man dann hat. Wenn die Menschen Führung benötigen. Die Wahlen sind ja nächste Woche. Wahrscheinlich wird es für die Zeit einfach keinen Governor geben. Und wenn das Amt nicht so wichtig ist, dann... Naja, ich meine, es ist nicht mehr so lange bis dahin, aber... Achso. Das... Ja. Das ist... War der Mann katholisch? Das weiß ich nicht, das müssen wir noch in Erfahrung bringen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wert, dass etwas über ihn gesagt wird auf der Messe. Ja. Nun, wahrscheinlich, nun die... Die Planung der Messe steht sowieso gerade auf wackeligen Beinen. Oh, tatsächlich? Ja, ja. Deswegen wäre es... Wäre möglich, morgen einen Gedenkgottesdienst. Aber erzählen Sie mir von den Umständen. Also, er wurde umgebracht, ein Krimineller? Ja, ich weiß leider nicht viel. War wohl gegen Ende des Balls. Der hat sich irgendwie Zugang verschafft, hat ihn. Weiß nicht, vielleicht hat er sich im Haus versteckt oder ist irgendwie über den Hinterhof rein. Ich keine Ahnung. Er meinte irgendwas, die Leute würden nicht wissen, was für ein Mann er sei und mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Ja. Die Menschen hier haben wirklich keinerlei Respekt vor den Obrigkeiten. Ja, das ist richtig. Wird der Mann gefasst werden? Was meinen Sie, Sarge? Ich hörte auch, dass anscheinend schon, ich weiß nicht, getötet wurde oder gefasst wurde. Ich werde nochmal Miss Solomon danach fragen. Und Sie, der Sergeant, muss Miss Solomon fragen. Naja, sie hat wohl irgendwelche Informationen, dass gestern Abend er irgendwie noch gesehen oder gefasst wurde, ja. Und sie hat diese Informationen, aber Sie nicht? Nein, ich war gestern Abend leider nicht mehr im Dienst, das ist das Problem. Oh. Fand mein Zettel auf dem Schreibtisch im Department. So. Nun, dann begleiten wir Sie doch zu Miss Solomon. Ja, selbstverständlich. Meine Güte. Und ich finde es auch angebracht, dass, Mr. Young wird wahrscheinlich ein Staatsbegräbnis halten, dass... Ja. ...die Kirche da auf jeden Fall auch anwesend sein muss. Morgen dann, oder? Nein, nicht morgen. Achso, natürlich. Ich glaube, das wird noch ein wenig... Ja, also dienstags und freitags, wenn Sie dein Wort mitzureden haben. Ja, klar, natürlich. Ach ja. Gouverneur erschossen. Zack. Was? Aber erschießen heißt immer, dass das irgendein Event gewesen sein musste. Einen wunderschönen guten Abend. Gott schütze Sie, Sir. Miss Solomon, ich glaube, Dr. Jones meinte, Sie hätten Informationen über den Mann, der den Governor getötet hat. Beziehungsweise, sie meinte, sie könnten wissen, ob er gefasst wurde. Wollen wir nicht reingehen? Es ist etwas nass. Ja, gib mich hinaus. Wiedersehen! Gott schütze Sie, Sir. Ich weiß es nicht aus erster Hand, aber gestern waren noch Officer, oder war das ein Officer? Oh meine Güte, nein, Mr. Dexter war es. Der sagte, er wäre im Office gewesen und hätte eine Notiz gefunden, dass der Herr gefasst sei, aber nicht mehr vernehmungsfähig. Verstehe. Oh, nicht mehr vernehmungsfähig. Vielleicht haben sie ihn erschossen. Ja, ich denke, das ist die nette Umschreibung dafür. Fabelhaft. Alles in Ordnung. Ja. Was ist los? Ich behänge noch bei unserem Gespräch nach Barry. Und wir reden Mr. Gleich. Berrigan. So. Suchen Sie etwas Bestimmtes, Bischof? Nein, ich
nur Informationen, vielleicht mein Kind den Mord betreffend. Ich war selbst nicht dabei, ich war vor dem Ballsaal, als es passiert ist. Ich habe nur die Schüsse gehört. Ja, und sie sagt, Mr. Dexter war dort, ja? Nun, vor Ort, als es passiert ist, waren mehrere Leute. Ach so. Ich meine, es war mitten auf dem Ball, am Ballsaal. Schlimme Zeiten, mein Kind. Ich bin sicher, dass die Ereignisse näher bei Ihnen liegen als bei uns, die wir erst heute davon erfahren, nicht? Ja, Mr. Chateau war vor Ort, er war gerade noch hier. Ich weiß nicht, wohin ist, meine Güte. Ja. Aber sagen ich denke, Sie sich nicht, mein Kind, Office, wenn Sie... wird man Ihnen sicher weiterhelfen können. Ich meine, auch viele Marshals waren auf dem Ball und Miss Lemieux. Ja, ich denke, Miss Lemieux wird das meiste dazu sagen können. Ja. Ansonsten war, ich denke, Marshall Peterson und Marshall Manet dort. Baby zwar noch, glaube ich, auch da. Ich glaube, er hat auch eine Einladung. Ja, stimmt. Signore McCoyne, der Governor ist das höchste Amt im State Wapiti, ja? Das ist so korrekt, ja. Oh, verzeihen Sie, ich muss höchste da höchste irdische ja. Amt. Okay. Nun, Barry, vielleicht wollen Sie... Signore McCoyne zum Office begleiten, um weitere Erfahrungen zu machen, wenn es genehm ist. Ja, sehr gerne, das können wir tun. Mr. Berrigan, meinte ich. Er ist heute etwas mürrisch. Schwierig, ihn nicht Barry zu nennen, Alter. Schwierig! Schwierig! Es ist schwierig. Signore Chateau. Dürfte ich einmal stören? Hat einer von euch Miss Burton heute schon gesehen? Einer von Ihnen? Ja, kurz vor der, also kurz nach der Staatsanwaltschaft. Wie lange ist das schon her? Eine Minute. Gut, vielen Dank. Guten Abend. Guten Abend, mein Kind. Signore Chateau, ich, vielleicht waren Sie auch da. Bin ich nicht. Signore Chateau, ich hörte von dem traumatischen Erlebnis gestern auf dem Ball und dachte, vielleicht wollten Sie darüber sprechen. Nein, ich denke, ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja, natürlich. Eine wahrlich schändliche Tat, nicht den Staat führerlos und kopflos zu lassen. Merkwürdiges Land. Ballsaal vor seiner Begleitung. Ja. Sehr schlimm, das. Haben Sie Miss Kingsley schon sprechen können? Ich glaube, sie braucht Ihren Beistand gerade am meisten. Nein, wo finde ich denn Miss Kingsley? Sie wollte bei Miss Lemieux übernachten. Wir haben ihr empfohlen, nicht alleine zu bleiben. Ah, könnte sie beim Office sein, vielleicht. Das ist gut möglich. Und im schlimmsten Fall ist sie doch zu Bradford Manor gereist. Was wir ihr eigentlich abgeraten hatten. Ja. Die Frau ist am Boden zerstört. Gut. Und wenn Sie sie sehen, dann richten Sie ihr gerne aus, dass die Kirche
wie sie da ist, wenn sie es wünscht. Ich möchte sie natürlich nicht weiter stören. Es ist gut, dass ich sie gestört. Ein Grauen nicht. Nee, das hat er schon. Gila Sauer. Du meine Güte, gibt's ja auch. Gibt's ja auch irgendwas Unalkoholisches? So. Ich hatte dort keine Lust mehr auf ihn. So. Und wir essen trotzdem was. Und schauen uns mal um. Das hat mir Durst weggenommen. Fühlt sich sehr angetrunken. Scheiße. Also die Spieler da eben, mit denen möchte ich eben wirklich gerade Happy-Erfahrung sammeln. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber gar nicht mehr ein bisschen generell raus. Ich habe keine Informationen erhalten. Mr. McCoy ließ mich hier unten an der Ecke stehen, als ich mit Miss Burton sprach. Ach, ist das alleine? Burton? Ja, ich habe schon mit ihr gesprochen. Als ich mit ihm dann ging ich ihm ins Office nach. Nun, dann hat mich Inspektoren wieder vertrieben. Nun, Miss Burton fragte, ob wir uns das Gebäude einmal angucken würden. Das Armenhaus. Natürlich. Ich habe die Urkunde bekommen. Ah, wunderbar. Da kommt sie auch gerade. Natürlich, natürlich. Miss Burton! Nun, erneut guten Abend. Signora Burton, wahrlich, das Wetter spiegelt die Stimmung der Stadt. Vielleicht des ganzen Staates, nicht? Ja, durchaus. Eine schreckliche Tragödie. Ja. Meine
meine Güte, ist das Ihr Pferd? Nein. Ach du meine Güte. Wenn Sie, nun bevor es erschossen wird, würden wir es vielleicht hier wegschaffen. Ja, das werde ich tun. Nun, ich wollte Sie kurz fragen, ob Sie jetzt spontan Zeit hätten, da ich den Bischof gerade hier getroffen habe. Ja, nun, ich würde einmal runter zur Telegrammstation, dann können wir gerne Richtung Arbeiterviertel. Dann treffen wir uns dort, nicht? Ja, genau. Ich müsste einmal kurz nach meinem Telegramm schauen. Fabelhaft, dann werde ich so lange das Pferd versorgen. Wunderbar. Signora Burton, wenn Sie gestatten, würde ich Sie gerne begleiten. Ja. Oh. Fabelhaft. Wie geht es weiter mit dem Staat Wapiti? Oh, ich kann es Ihnen nicht sagen. Gibt es einen Vertreter? Nun, für die letzten Tage des alten Amtes, meinen Sie? Ja. Ja, ich denke, dass ich gleich schlauer sein werde, wenn ich meine Telegramme lese. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Ich verstehe. Aber theoretisch müsste ein Interimsgouverneur für die restlichen 6 Tage gewählt werden. Würden Sie sich dieser Aufgabe zutrauen? Und ich bin Ihnen ehrlich, ich sehe da eher Mr. von Wagner. Ah. Er war tagtäglich mit dem Governor. Ich verstehe. Wie geht es Ihnen, mein Kind? Sprechen Sie ganz frei. Nun, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Nun, zum Glück musste ich es nicht persönlich mit ansehen. Ich war auf dem Balkon etwas frische Luft schnappen, als ich die Schüsse drin hörte. Und trotzdem bin ich mir sicher, sitzt Ihnen der Schock noch in den Gliedern, nicht? Oh ja. Nun, ich habe ihm Mr. Barry Berrigan eine Sonderausgabe gegeben. Möchten Sie auch eine? Nun, wenn es Mr. Berrigan habt, dann werde ich es auch bald haben. Sparen Sie sich Ihre Ausgaben gerne für die Menschen auf, die keine bekommen werden. Ja. Nun, vielen Menschen, die zu mir in den Beichtstuhl kommen und über traumatische Erlebnisse berichten. Den rate ich in der Regel immer, dass sie für diese schweren Prüfungen, die Gott uns auflastet, für innere Stärke und Kraft beten mögen. Aber ich habe das Gefühl, das erübrigt sich bei ihnen, denn sie strahlen eine unglaubliche Stärke aus, mein Kind. Ich danke Ihnen. Und die müssen sie auch haben, nicht? Die Menschen schauen zu ihnen auf. Die Menschen erwarten Führung. Ja, in der Tat. Eine persönliche Frage habe ich. Natürlich. Ich würde gerne Ihre Meinung zu einer Sache wissen. Wie sehen Sie zu Konflikten zwischen Schichten von Menschen, zwischen der Oberschicht und der Arbeiterschicht, wenn sich zwei Menschen sehr mögen und der eine die Etikette der Oberschicht nicht nachvollziehen kann und negative Gefühle hegt? Soll ich Ihnen das etwas genauer? Ich denke, ich verstehe, was Sie meinen, Signora. Und es geht hauptsächlich um Eifersucht, Mr. Paroli. Eifersucht, Signora. Nun, also in der Regel hat Gott uns einen bestimmten Platz im Leben zugewiesen. So sah es die Kirche jahrhundertelang. Deswegen ist der Stand sehr wichtig, damit man im Leben die richtigen Dinge aus seinem Stand heraustut. Ora et labora, sagt Ihnen das was? Bete und arbeite, es ist ein Spruch von vielen hundert Jahren her. Nun kann ich Ihnen aber sagen, unser neuer Vertreter Christi, seine Heiligkeit Papst Leo der 13., sieht ein moderneres Wesen der Kirche in diesen Dingen vor. Er folgt dem Spruch, liebet und wachset und mehret euch, nicht?
Er wird einmal selbst persönlich, hatte ich das Vergnügen, mit ihm zu sprechen, und er sagte zu mir, die Liebe ist ein starkes Gefühl. Ein Gefühl, das uns manchmal irre Wege gehen lässt. Doch sollten wir auf dieses Gefühl vertrauen, denn es bringt uns Gott sehr nah. Durch die Liebe spricht er zu uns, weist uns einen Weg. Was Sie beschreiben über diese Person, Eifersucht, man könnte meinen, es ist eine Todsünde, der Neid nicht. Man wünscht, etwas zu haben, was man nicht haben kann. Stellt sich also die Frage, warum kann man es nicht haben? Wissen Sie die Antwort darauf? Nun, ich denke, bei dieser Person liegt sehr viel Unwissen über und in Erwartung meiner Klasse vor. Die Person versteht meine Sicht des Anstandes, des Stolzes und ja, der Etikette an meiner Erziehung nicht ganz, wissen Sie? Natürlich, aber es ist ja auch die Etikette, die uns in diese zivilisierten Zeiten gebracht hat. Es ist der Respekt vor der Etikette. Nun wissen Sie, normalerweise zeige ich solchen Personen gegenüber eine Abneigung oder ein... Und sie verletzen meinen Stolz, wenn sie die Etikette nicht wahren oder keinen Respekt vor ihr zeigen. Aber zu dieser fühlen sie das nicht. Nein. Nun wissen Sie, ich hoffe auf die Vernunft, dass sich alles von alleine regeln wird. Ich bete oft zu dem Herrn, gerade in diesen Zeiten, dass er mir die Kraft geben möchte, die Dinge zu ändern, die zu ändern sind hier. Und dass er mir die Geduld schenken möge, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Vor allem die Weisheit, entscheiden, was ich wann brauche. Sie haben recht, viele Dinge im Leben erwarten Geduld. Aber es gibt auch ebenso viele Dinge, die Kraft brauchen. Was denken Sie, brauchen Sie? Nun wissen Sie, ich hoffe, dass am Ende die Liebe stärker als alles andere ist und dass die Eifersucht dadurch überwunden werden kann und auch der Stolz dieser Person. Ja, Ball, nicht? Etwas ist vorgefallen. Ja. Wissen Sie, ich habe einen Mann an meiner Seite, der in einer anderen Schicht aufgewachsen ist. Oh, ein Hindernis. Auf Bällen ist das nun mal ein Status der Ehre und der Etikette, den obersten Personen diesem Staat tanzen zu dürfen. Natürlich, und das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Pflichterfüllung, die ebenso wichtig ist. Richtig. Nun und da genau ist der Konflikt. Diese Person versteht das nicht. Ich verstehe. Die Eifersucht ist größer als der Verstand. Und das Verständnis meiner Schicht. Ja. Was würden Sie sich an seiner Stelle wünschen? Wären die Rollen vertauscht? Nun, das... Ja, dass ich... eine Bestätigung bekomme... in Form von Liebe und... dass ich am Ende vielleicht doch zu der Vernunft komme... das Ganze zu verstehen. Ja, aber es ist ein gegenseitiges Verständnis. Man möchte doch vorbeugen. In der Zukunft nicht. Ja.
Ein schwerwiegendes Problem, das ich nicht stellen würde, während sie von selben stand, mein Kind. Ja, richtig. Neue Länder, neue Sitten nicht. Wissen Sie, dieser Mann gibt sich ja die Mühe, um meinem Stand recht zu werden, und er macht es wunderbar. Aber manchmal, besonders in solchen Situationen, zeigt es sich, dass er an seine Grenzen kommt und noch dazulernen muss. Das Leben ist ein stetig Lernen. Aber so wie Sie sagen, mein Kind, können Sie ihn in diesem Lernvorgang unterstützen. Ja, das hoffe ich. Mit einem guten Zuspruch, mit der Bestätigung, von der Sie sprach. Glauben Sie, Sie können das tun? Ihm diese Bestätigung geben? Können Sie noch... Jeden Tag vor seinen Augen, ich... Und vielleicht ist diesmal ein wenig mehr nötig, mein Kind. Eine kleine Aufmerksamkeit. Aber gehen Sie auch nur so weit, Sie auch wirklich gehen können, nicht? Und vor allem ist wichtig, dass Sie sich in der Mitte treffen, nicht? Dass er es genauso verstehen muss. Ja. Ein Drahtseilakt. Ich beneide Sie wirklich nicht darum, wenn ich das sagen darf. Susi, für das kleine Lächeln. Aber es ist, wie Sie sagen. Wenn die Gefühle echt sind, dann wird sich das alles bald in Wohlgefallen auflösen. Ja, darauf kann ich nur hoffen. Etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Es ist aber auch wichtig, Signora, dass wir Gestalter unseres eigenen Lebens bleiben, nicht? Finden Sie heraus, was Sie in der Situation tun können, und tun Sie aber auch nicht mehr. Denn das, was Sie tun, das kommt von Herzen. Genau, ja, das ist, genau das ist, was in dieser Situation gerade gebraucht wird. Nun, Sie wollten an Ihre Telegramme, ich will Sie gar nicht aufhalten. Davenport. Guten Abend, Sie Herrschaften. Guten Abend. Ach du Scheiße, ich habe immer noch mehr davon. Ich habe nichts mehr zu trinken. Meine Güte. Bringt mir Wein was? Ein Schlückchen. Oh Gott, ich bin laut. Ein kleines Schlückchen. Kurz heimlich ein bisschen was. Sehen. Nun, es regnet und das Land ist führerlos. Das ist schwierig. Ja. Aber Gott wird uns allen die Kraft schenken, diese Zeiten zu überstehen, und die Führung, die wir brauchen, finden wir immer in der Bibel, nicht? Wie geht es Ihnen, mein Sohn? Mir geht es besser. Nach Wirklich? Unserem letzten Gespräch hat es geklappt. Das freut mich, dass es Ihnen, dass ich Ihnen helfen konnte.
Mit Gottes Hilfe. Haben Sie meinem Rat gefolgt oder haben Sie andere Arbeit gefunden, mein Sohn? Ich habe Ihrem Rat gefolgt. Sind Sie Officer? Achso, nein. Ich habe was anderes gefunden. Ich bin Sekretär der Staatsanwaltschaft. Wirklich? Richtig, eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Bin stolz auf Sie, mein Sohn. Vielen Dank, Sir. Sie sehen sehr gut aus, wenn ich das sagen darf. Ihre Haare sind gemacht. Ein dritten Anzug. Fantastisch. Beten Sie regelmäßig? Ja, tatsächlich. Danken Sie Gott für die, für die Güte, die er Ihnen gewährt hat. Durch Gott. Dann, Sir, wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich danke Ihnen. Und Sie, mein Sohn, ich danke Ihnen, dass Sie mir diese frohen Nachrichten überbracht haben. Ja. Einen schönen Tag. Möge Gottes Segen mit Ihnen sein. Einen schönen Tag noch. Ist meine Wasserpulle leer. Miss Davenport? Ja, bitte. Ich habe die Sonderausgabe dabei. Ja, ich habe mir schon am Zeitungsstand eins gegriffen. Ja. Dann lassen Sie uns die Tage mal gerne zusammensetzen, ja? Natürlich. Ich habe gerade Ihre Telegramme gelesen. Kann dem nicht widersprechen. Und es tut mir so leid für Sie. Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht ist das ein Zeichen Gottes, dass ich doch gleich hätte in New York bleiben sollen, so wie es meine Eltern wollten, aber naja, man probiert es hier dennoch aus, nicht wahr? Nun, was auch immer passieren wird, es wird sich ein neuer Weg ergeben. Oh, mit Sicherheit. Und Sie haben meine vollste Unterstützung. Und damit Sie Bescheid wissen. Ich habe einen Termin mit der Kirche. Wir sehen uns bestimmt im Laufe des Abends. Mit Sicherheit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Scusi, Signora Davenport. Es ist mir nicht ohnehin, das Gespräch kurz anzuhören. Wenn Sie scheinen einen großen Verlust mit sich zu tragen und wenn Sie den Rat der Kirche suchen. Die Türen stehen Ihnen offen. Oh, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich danke Ihnen. Gut, Bene. Dann gehen wir. Ja, guten Abend. Oh, Sie wollen an die Telegrammstation. Mr. Johnson, Sie haben die Nachrichten von gestern bestimmt schon bekommen. Welche genau? Die von Lavis Tod oder die von Tod von Mr. Young? Beiden. Ja. Haben Sie die Sonderausgabe schon? Nein. Wollen Sie sie haben? Wenn Sie sie loswerden wollen. Nun, es ist vielleicht wichtig, dass Sie auch wissen, was direkt... ich weiß nicht, wer Ihnen davon berichtet hat, aber... Immerhin war ich im Gebäude. Ja, Mr. Peters war auch im Gebäude, aber... Das ist ja... Kriegen Sie was dafür? $2. Vielen Dank.
Nun, wir können gerne... Wo ist Mr. Berrigan? Nun, ich nehme an, er wird uns beim Armenhaus... Nun, es ist erstaunlich, was für eine Trauer über der Stadt liegt, nicht wahr? Ja, wer war der andere Mann, der gestorben ist? Oh, ein County Mayor. Mr. Lavi. County Mayor von... West Elizabeth. In Blackwater. Ah, Blackwater, ja. Yeah. Er wurde ebenfalls tot aufgefunden, ein paar Stunden vor dem Ball. Das zusammenhängt, ist noch unklar. Ah. Was für ein aufsässiges Land, nicht? Ja. Dass die notwendigen Autoritäten nicht respektiert werden, ist wirklich ein Jammer. Nun, es ist noch nicht klar, ob er schon länger tot ist oder war. Oder ob es auch am gestrigen Abend passiert ist. Und die Ermittlungen dauern an. Ein schwarzer Abend, wirklich. Nun... Ach, ich will sie nicht damit belangen. Ja, dabei sollte er so schön werden. Es war die letzte Feier für den Governor in seinem Amt. Und gleichzeitig eine Eröffnung der neuen Räumlichkeiten. Ja, wissen Sie, wer sein Nachfolger sein wird? Wahlen, nicht? Ja, nächstes Wochenende sind die Wahlen. Und... Es wird gerade entschieden, ob es für die letzten 6 Tage noch einen Interims-Governor gibt. Nun, das Schlimmste, ich dachte es jedenfalls immer, das Schlimmste, was dem Menschen passieren kann, ist, keine Führung im Leben zu haben, nicht? Ja. Keine Ordnung. Es ist eigenartig, die Menschen in diesem Land sind so individuell, so selbstständig und auch teilweise selbstsicher. Meine Güte, was liegt denn dort? Ist das ein Hut? Ja, eine Mütze. Die ist voller Blut. Oh, wirklich? Ich dachte, sie wäre einfach nur rot. Nein, ich glaube, es ist Blut. Sehen Sie, der Stoff ist schwarz. Nun ja. Seit dem Hurricane ist hier viel geschehen im armen Viertel. Viele Besitzverhältnisse haben sich geändert. Kommen Sie lieber an die Seite, der Mann fährt sehr zügig. Viele Besitzverhältnisse haben sich geändert. Viele, die schon vorher sozial benachteiligt waren, sind nun weiter abgestiegen. Die Menschen sind teilweise sehr verzweifelt. Verzweifelte Menschen machen verzweifelte Taten. Ja. Nun, ich war vor ein paar Tagen mit dem einen Marsche hier unterwegs. Wir haben uns mal ein Bild des Viertels gemacht und es fiel auf, dass sehr viele Wohnungen auch frei sind. Ja, die Kirche würde gerne wachsen und eventuell Schulen errichten, die Möglichkeiten. Maria-Wohl-Stiftung kann das alles möglich machen, ja. Mit Miss Kennedy sind wir ein wenig, haben uns Immobilien angesehen. Ja, wunderbar. Die Menschen brauchen Aufgaben. Oh, ja. Senora Burton. Untätige Menschen kommen auf die komischsten Ideen. Da wären wir. Vielleicht ist Barry drin. Schlafen immer so viele Leute dort. Ah. Mr. Berrigan. Ja, hallo.
Wären Sie so freundlich, uns die Tür zu öffnen? Ja, natürlich. Nach Ihnen. Nach Ihnen, Signora. Danke Ihnen. Oh, das ist mehr Platz, als ich dachte. Und Barry, wie, da Sie die Maria Wohlfahrt Stiftung übernommen haben, vielleicht geben Sie uns ein kurzes Lagebild. Wie viele Betten sind aktuell belegt? Nun, wir haben aktuell hier diese 6 und diesen einen Notfallschlafplatz im Eck, aber den brauchen wir aktuell nicht. Wir haben hier 4 Leute. Mhm. Was nun, ist? Aber natürlich nur hier in dieser Station. Es wurde natürlich viel mehr Bedürftige gegeben, aber den Platz haben wir nicht. Ja. Durchaus. Ja, wir hatten einen Todesfall hier, nicht? Warten Sie, wo ist denn der Glaubenskompass? Einsan McKay. Mr. O. McKay. Nun, man kannte ihn hier als Einsan McKay. Er verstarb nach einer Schussverletzung. Linken Oberschenkel. Ansonsten glaube ich... Nun konnte die Grippe, die hier umging, eingedämmt werden, nicht? Ja. Ich mich richtig. Und wir haben es in den Griff bekommen, aber wir mussten sehr viel aufwenden für die Medikamente. Allerdings. Gibt es etwas, was Sie gerade dringend benötigen? Nun für die, also die Lebensmittel kaufe ich ein und nun Medikamente. Medikamente brauchen wir immer reichlich. Ja. Aber da bin ich dann auch in Kontakt mit Solomon und anderen Personen, um das natürlich aufrechtzuerhalten, sobald ich etwas brauche. Und die Stadt ist an und für sich sehr gut ausgestattet, dank Ihnen und Ihrer weisen Regierung, Signora. Was uns natürlich immer fehlt, sind die Gelder. Nun, deswegen bin ich hier. Und stellen Sie gerne eine Rechnung auf mit Sachen, die Sie benötigen. Oh, fabelhaft. Die County-Kasse wird dafür aufkommen. Ja. Nun, und auch weitere Betten. Wenn Sie noch mehr benötigen oder irgendetwas in diesem Haus, dann zögern Sie nicht, mich zu fragen. Ich kann das wunderbar in die Wege leiten. Vielen Dank. Nun. Wie gesagt, muss es gefördert werden, nicht wahr? Und ich denke, es ist in besten Händen bei Ihnen. Ja, nirgends wäre es besser als bei der Kirche, nicht wahr? Und Sie sprachen von leerstehenden Gebäuden hier im Viertel, nicht? Oh ja. Nun, Barbara, da draußen, die Suppenküchenfrau, versuchen Sie nicht mit ihr zu sprechen, sie ist sehr schweigsam. Mhm. Sie spricht immer davon, sie ist unser Ohr, quasi hier, die Menschen kommen zu ihr. Mit einem vollen Magen redet es sich leicht. Hm. Ja, es gibt einige freie Wohnungen. Ich war gesagt, wie gesagt, mit Mr. Manet, dem Marshall, und ich hier mit der Kutsche unterwegs. Wir haben uns ein Bild des Viertels gemacht und sind die ganzen freien Wohnungen aufgefallen in der Nähe der Kathedrale. Nicht Kathedrale, in der Nähe der kleinen Kirche. Ach, bei der Kapelle. Ja. Nun, die Kapelle wurde, ich weiß gar nicht, ob es mein Vorgänger war oder der Vorgänger davor, wurde die Kapelle an die jüdische Gemeinde überstellt. Ich weiß nicht, wie das mit den Häusern dort ist. Da sind Sie wahrscheinlich eher im Bilde als ich. Aber ja, es ist wahr, die Menschen möchten gerne wieder, es sind wahre Amerikaner, eigenen Beinen widerstehen. Ein soziales Wohnungsprojekt. Mr. Berrigan und ich sprachen vor einiger Zeit damit. Wir hatten ein anderes Gebäude im Sinn mit Miss Kennedy. Sie erinnern sich, Mr. Berrigan. Mit auch Dienstwohnungen für die Kirchenbediensteten und aber auch jene, die nicht mehr hier leben möchten, sondern sozial ein wenig wieder aufsteigen. Eine Wohnung beziehen. Es müssen natürlich keine großen sein oder so. Es geht erstmal darum, dass sie überhaupt ein Dach über den Kopf haben. Weil einigen ist es auch sehr unangenehm, hier in dem versammelten Raum nun zu nächtigen. Ist natürlich besser als auf der Straße, aber sie wollen natürlich auch wieder irgendwann
in ihr Leben einsteigen, aber wir natürlich helfen. Ja. Mr. Berrigan hatte auch eine hervorragende Idee, wir versuchen es aktuell schon durchzusetzen, aber uns fehlen einfach auch wieder Mittel dafür, die Menschen, die hier sind, dass sie eine Aufgabe bekommen, gerade die, die nichts haben. Das sind immer noch Renovierungsarbeiten nötig, gerade in den ärmeren Regionen, und wir versuchen, die Menschen hier dazu hinzuleiten, die, die es können, nicht mit Hand anzulegen, damit die Häuser wieder instand gesetzt werden. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Vielleicht ließe sich daraus sogar noch weitere Gewerbe für Saint-Denis, die Saint-Denis nützlich sind. Mhm. Wenn wir handwerkliche, geschickte Menschen hier rausfiltern, können wir sie an die Industrie weiterleiten, nicht? Vielleicht können sie dort einen Kontakt herstellen. Ja. Nun, ich kann Ihnen sagen, wir brauchen gerade sehr viel Unterstützung im Sinne der Leerung der ganzen Mülltonnen in der Stadt. Und die Bezahlung ist überaus gut, also als sie da jemanden begegnen, wird auf jeden Fall Hilfe benötigt. Sehr wunderbar. Wir werden das auch in den Aushang mit aufnehmen, nicht wahr? Nun, Sie können das auch gerne nochmal mit aufnehmen. Ich habe bereits einen Aushang angefertigt. Ja, wunderbar. Ja, es gibt hier viele der armen Leute hier können nicht lesen. Ja, und deswegen. Sie es gerne kund. Ja. Genau. Nun, welche Gebäude schweben Ihnen vor? Sollten wir dieses soziale Wohnprojekt? Ich denke, das können wir über die Maria-Wohl-Stiftung am besten finanzieren, nicht wahr, Baby? Mr. Berrigan, excuse. Ja, natürlich. Nun, welches Gebäude haben Sie für Ihre kirchlichen Räume im Auge? Wissen Sie, es, ja, das ist. Da drückt der Schuh. Also, wir waren mit Miss Kennedy unterwegs und sie sagte, sie wird mit Mr. Ach, Exzellenz, wie war der Name? Mr. Precious. Ja. Ja, wird mit ihm darüber sprechen, welche Immobilien da gerade freistehen und was sich am besten anbietet. Ja, ich muss gestehen, ich hatte das Auge auf ein besonderes Objekt geworfen. Kennedy konnte mir gar nicht den früheren Nutzen dieses interessanten Gebäudes darlegen. Es befindet sich nun hinter dem Schneider. Es sieht aus wie eine alte mittelalterliche Kirche oder ein altes mittelalterliche Burg. Backsteingebäude. Das Backsteingebäude, eine Artillerie steht sogar davor. Ich bin mir nicht sicher, was dies für ein Gebäude war. Meinen Sie hinter dem Spaldings? Ja, ich hatte gehofft, vielleicht könnte man es eine Art Benediktinerkloster daraus machen. Ich habe in Rom mehr Personal angefragt, vielleicht ein paar Nonnen, dieses Kloster in Saint-Denis dann leiten könnten und dort eine Art Kirchenschule einrichten, wo die Kinderchen auch hinkommen können. Öffentliche Räume für die Kirche und natürlich für die Armen. Ja. Nun, machen Sie sich um die Finanzierung, wie gesagt, keine Sorge. Das ist kein Problem. Unterstützt Lehmann gerne. Ja, ich danke Ihnen. Ja, die Kirche hat viel zu geben und viele Möglichkeiten. Und doch sind wir gerade erst gekommen. Mein Vorgänger hat durch seine lange Krankheit, möge Gott seiner Seele gnädig sein, der Tod, der ihn dann am Ende erlöste, ist leider viel liegen geblieben und die Kirche ist nicht mehr so attraktiv wie einst, nicht? Wissen Sie, vielleicht können Sie uns auch in einer anderen Sache noch helfen. Wissen Sie, ob Signore Young römisch-katholisch war? Oh. Oder ob er Protestant war? Da bin ich überfragt. Das könnte vielleicht Mr. von Wagner wissen. Nun, es wäre uns natürlich eine Ehre, sollte er römisch-katholisch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ein Protestant einverstanden ist mit unseren heiligen Riten. Wäre uns natürlich eine Ehre. Ja. Und unsere Pflicht, seine Trauerfeier auf dem Sonne in dieser Friedhof zu gewährleisten.
Haben Sie den Kontakt zu Mr. von Wagner oder seiner Sekretärin? Mr. Berrigan? Ich schaue ganz kurz nach. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben Mr. Signore von Wagner in Blackwater getroffen. Nun, ich habe die Telekom-Nummern bei mir. Ich kann es Ihnen gerne geben. Fabelhaft. Einen Moment, ganz kurz. Oh ja, die habe ich nicht. Mr. von Wagner wäre BW? Ja. 7224. Mr. Wagner. Okay. Von Wagner. Von Wagner. Und Miss Kingsley, die Sekretärin des Governments, wäre Rhodes, RH? Ja. 4212. 42? 12. 12. Ja. Fabelhaft, vielen Dank. Fragen Sie da am besten direkt nach. Ich denke, die Herrschaften werden das wissen. Ja. Danke dann sehr. Können Sie mit den Herrschaften vielleicht sogar die Trauerfeier zusammen planen. Inne. Nun, eigentlich war für morgen die Messe, die heilige Zeremonie der Priesterweihe. Mr. Berrigan wäre in die höheren Weihen aufgestiegen. Oh. Ja, nun, da sich die Ereignisse überschlagen haben, müssen wir sehen, ob wir nicht einen Sondergottesdienst... Ja, ich denke, das wäre angemessen. Ja. Nun, aber zu Ihren Anliegen, schreiben Sie das gerne zusammen und ja, geben Sie es mir. Will ich schauen, was ich tun kann. Oh, die Ratten kommen wieder. Vielleicht sollten wir rausgehen. Oh. Meine Güte. Spitty wollte sich eigentlich darum kümmern, nicht? Mr. Berrigan, Spitty wollte sich doch darum kümmern, nicht? Vielleicht sprechen Sie nochmal mit ihm. Ja, durchaus. Was werde ich tun? Gut, wunderbar. Dann, ich danke Ihnen. Danke Ihnen auch für Ihre Worte vorhin, Mr. Baroli. Nun, neue Länder, neue Sitten. Ich hoffe, Sie wissen auch, dass der Stand das Kitt der Gesellschaft ist, nicht? Manchmal benötigt man die Logik, um über die Emotionalität hinwegzukommen. Bedenken Sie das auch immer, nicht? Ja. Der Stand ist eine wichtige Angelegenheit, er ordnet die Dinge. Ja, dennoch steht die Liebe über allem, nicht wahr? Sie ist die größte Macht. Mein Kind Gott und alle und sein Sohn Jesu Christi ist die größte Macht auf Erden. Ja. Neben dem emotional. Natürlich. Die Liebe ist ein starkes Gefühl, aber wir nutzen das Zölibat nicht einfach so. Verstehen Sie, mein Kind? Es ist doch wichtig, dass man sich auf seine Aufgaben konzentriert und seine Aufgaben nicht vergisst. Ja. Stellen Sie sich vor, nach Ihrem erfüllten Leben stehen Sie vor Gott. Müssen Sie einerseits die Frage rechtfertigen, warum Sie keine Familie gegründet, geheiratet haben. Da ist die Liebe sehr wichtig, doch es ist auch eine Pflicht vor Gott. Andererseits wird ihr Leben vor ihnen ausgebreitet daliegen und sie werden sich fragen müssen, habe ich ein gottgefälliges Leben geführt und mein Potenzial voll ausgeschöpft? Ja, richtig. Und es geht Hand in Hand, nicht wahr? So ist es. Nun, sollten Sie noch mal einen Rat brauchen, kommen Sie jederzeit auf mich zu. Okay. Gehen wir noch ein Stück gemeinsam, oder? Ja. Wenigstens bis zur Kirche, nicht? Mhm.
Gehen Sie rechts oder links? Rechts. Ja. Ich denke, das ist näher. Nun erzählen Sie mir von dem anderen Verlust. Ich glaube, Miss... Ah, wie war Ihr Name? Gerade bei der Telegrammstation. Oh, Sie meinen die Officerin. Oder meinen Sie Miss Davenport? Davenport, ja. Wissen Sie, um welchen Verlust es geht? Ich möchte natürlich nicht indiskret sein. Aber vielleicht sollte sie meinen Rat aufsuchen, wäre es gut, wenn ich ein paar Informationen bereits habe. Nun ja, sie war Veranstalterin des Balls. Ah, so geht es auch um Signore Jung. Ja. Und sie spielt mit dem Gedanken, die Agentur an den Nagel zu hängen. Wegen ihres Rufes. Nun. Und weil es, weil sie meint, es wäre nicht tragbar. Müsste meinen, der Regen hätte sie ausgewaschen mittlerweile. Und ich hoffe, sie noch von dem Gegenteil überzeugen zu können, aber sie hatte auch nun das Wort ihres Vaters im Kopf und hat sich mit ihm bereits wohl ausgetauscht. New York, nicht? Ja. Sie sprach davon, ja. Huch! Bin ich da gerade wo reingetreten? Meine Güte. Naja, ich werde wohl meine Schuhe wechseln müssen. Ich komme auch gerade aus Annesburg. Oh, was haben Sie da gemacht? Nun, Seelsorge hauptsächlich. Wir waren auf dem Weg. Können Sie sich vorstellen, wir wurden überfallen. Gleiten Sie mich noch in die Kirche kurz. Und dann saßen wir dort fest. Unsere Kutsche war dort. Wir saßen nur 2 Tage fest. Unsere Kutsche, sie war beschädigt. Bin auf einem Pferd zurückgeritten. Oh meine Güte. Nun, aber in... Das war schrecklich. In Annesburg, meiner Auskunft nach leben dort kaum noch Menschen. Ja, es ging um einen Verlust einer Gläubigen, die... ich glaube, in Lemoyne ist sie ansässig, nicht? Sie bat darum, ihr Mann liegt dort oben. Sie bat darum, dass wir sein Grab segnen. Von Miss Gelding. Oh, Miss Gelding, ja. Ein bedauerlicher Verlust. Ja, aber sie war Marshall. Ja, sie ist eine sehr starke Frau. Mit Gottes Hilfe wird sie diesen Verlust überwinden. Alleine jetzt schaut sie sich bereits um, wie sie ohne ihn zurechtkommt im Leben. Eine wirklich starke Frau. Ja, durchaus. Ja, nun, sie waren wohl zeitlebens, wandte er sich wohl dem Protestantismus zu und aber kurz vor seinem Tod fanden sie zurück. Er hat sogar wohl zur Heiligen Römisch-Katholischen Kirche und er hat hier sogar Andachten gelesen, wenn ich richtig informiert bin. Ist das Geld? Den kannten Sie ihn näher? Ein wenig. War er ein gottesfürchtiger Mann? Nun, ich habe diese. Ich habe ihn nie so genau kennengelernt, das kann ich nicht sagen. Ach, sie. Nun, ich werde noch einmal zum Altar da drüben gehen. Ich werde ein Gebet. Natürlich. Durchaus. Beten Sie auch ruhig für sich selbst. Nehmen Sie sich die Zeit, Kraft, Dinge hinzunehmen, nicht? Geduld. Umgekehrt, Scusi, ich bin ein wenig. Kraft, Dinge zu ändern, nicht? Dinge in die Hand zu nehmen. Bitten Sie auch um die Geduld und vor allem die Weisheit. Ja. Umgehen. Nein. Mr. Berrigan, auf ein Wort. Amen.
Nun, wie gesagt, mein Sohn, ich habe an ihn gefehlt. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und er hat sie mir gewährt. Dieses Fraternisieren mit ihnen war zu viel. Ich werde dafür Buße tragen und gelobe Besserung, Mr. Beric. Dann werde ich heute Abend die Zeremonie an mir durchführen. Ja. Ich nehme an, sie liegt noch unten. Bene. Haben Sie sich entschieden, wollen Sie den Pfad Gottes weiter mit mir gehen, oder? Natürlich. Die Gemeinde braucht uns. Braucht uns wirklich. Und sie braucht auch Sie, Mr. Berrigan. Sie braucht sie als Geistlichen. Ich frage Sie jetzt, ich werde Sie das jetzt einmal fragen. Trauen Sie es sich zu, Geistlicher zu sein und trotzdem noch Ihre Aufgaben als Sekretaria zu erfüllen? Bene. Nun. So ist es nun unsere Aufgabe, herauszufinden. Ob, wie es jetzt weitergeht, Mrs. Burton konnte mir nichts sagen. Auch nachdem sie in ihre Telegramme geschaut hat, nicht. Wir werden die Priesterweihe... Oh, was ist das? Ein Brief. Ah ja, wunderbar. Im Namen der Stadt Saint-Denis und des County Le Moyne wird hiermit offiziell bekannt gegeben, dass es einmal unter die Leitung... Ach, das Armenhaus bleibt im Eigentum der Stadt. Ja... Ja. Schade. Nun. Sie haben unser Siegel schon draufgesetzt, ja. Gut. Nun, es ist also beschlossen, dass wir Ihre Priesterweihe um eine Woche verschieben werden. Gibt uns Zeit, das Geschehene zu verarbeiten und wir können uns morgen auf eine Trauermesse vorbereiten. Auf eine Ermahnung an jene, die mit dem Gedanken spielen, die Ordnung, die gottgegebene Ordnung zu stören. Diese Regierung ist von der römisch-katholischen Kirche ebenso autorisiert, das Land zu führen. Es darf nicht sein, dass Menschen sich berufen fühlen, Richter und Henker zu spielen. So werden wir morgen also die Messe aufbauen. Mr. Berrigan, haben Sie etwas zu trinken für mich? Ich habe mir dieses... Oh, ich danke Ihnen.
besser. Hier, ich habe auch etwas für Sie, das mich im sah recht fruchtig aus, aber es entzieht die Flüssigkeit dem Körper, statt dass es neue zufügt. Ja. Trinken Sie es ruhig heute Abend, Mr. Berrigan, bevor Sie das Ritual durchführen, das Ritual der Buße. Trinken Sie es ruhig, denn Sie werden es öfter vollziehen müssen heute. Wie bekommen wir jetzt raus, ob wir... Vielleicht gehen Sie zur Telegrammstation und schreiben Mr. von und so ein Telegramm mit der Bitte um Informationen der Trauerfeier bezüglich und ob der Mann überhaupt römisch-katholisch war. Erlaublich, dass man das in diesen Landen fragen muss. Nun, falls Sie noch da Neuigkeiten haben, ich bin noch hier und arbeite die Predigt für morgen aus. Und hinterlasse dem Diakon eine Nachricht. Bringen wir das mal Rune. Kaufen Sie Wilsons Toniken Wundermittel. Sieh los. Pflegeprodukte für Mann und Frau. Wilsons Toniken und Wundermittel. Für Mann und Frau kaufen Sie Wilsons Wundermittel. Okay, ich muss mal kurz ausloggen. Ach du meine Güte. Ach, wir loggen einfach. Bischof! Bischof! Leiche! 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 Hallo! Ja, hören Sie mich! Leiche! Barry! Ja, meine Leiche! Barry, hören Sie mich! Ja! Eine Leiche, du meine Güte, informieren Sie die Polizei. Ich ja, im Garten. Muss mich kurz sammeln. Oh, du meine Güte. Ich werde direkt mal einen Offline-Port machen, glaube ich, oder? Ich denke, das ist angemessen. Ich bin so träge. So, bin ich gemutet? Jupp. Gut. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war, aber ich konnte nichts tun. Wir müssen uns einmal wieder einloggen. Irgendwie passt das auch so. Die Musik. Und dann. Hallo. Sieht man gleich die Kirche von Rhodes. Schade, da dachte ich. So. Passt irgendwie, ne, die Musik? Ja, gut, das ist jetzt nicht mehr so, oder? Obwohl irgendwie schon. Weil die Kamera so langsam immer daher zog, jetzt nicht mehr so ganz, ne? Aber eben so diese Landschaftsaufnahmen, das hat irgendwie gepasst. Wild. Hat jetzt gar nichts von den Cats gesagt.
Boah, diese Musik, ne? Boah, diese Musik. Ich weiß doch auch nicht. Der Zugführer. Passt irgendwie nicht. Der Gang, die Geschwindigkeit. Die passt einfach nicht zum lieben Pietro Paroli. Was für ein Preis, Herr Mike. Kann man das irgendwie machen? Also ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir das jetzt quasi, ob wir über NPCs entschieden haben, sozusagen. Nicht wirklich. Ich weiß nicht mehr. Ja. Genau so. Was ich bin nach all den Jahren. Hallo! Ah. Ja. Oh, da sind sie. Ja, scusi, ich war kurz austreten. Gut, dann ist ihnen zumindest nichts passiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, ich danke. Sie müssen drinbleiben. Mr. Bergen ist aus der Kirche gerannt. Wir hatten uns Sorgen gemacht. Ja, ich denke, es wäre zumindest sicherer. Ja, kommen Sie rein. Kommen Sie ruhig, es ist auch ein scheußliches Wetter. Der Hut. Nun. Also eine... Vier Augen sprechen, Eure Exzellenz. Ja, warten Sie kurz, wir sind gleich wieder bei Ihnen. Meine Güte, was ist nun in dieser Stadt los? Es ist fürchtig, ja, das Land... Meinen Sie? Ich habe das Gefühl, sie ist wie immer. Nein, ich sie ganz aus und gar nicht. Nein, das ist sie. Sie werden mir niemals glauben, was ich Ihnen jetzt erzähle. Ich hole Mr. McCoyne. Ich renne durch die ganze Stadt wie ein Wildgewordener. Ja. Und er rennt mit. Und auch Miss Lawson, oder wie sie hieß, der County Sheriff, dieser Protestanten. Oh. Und da liegt ja diese Leiche vor dem Gebäude. Wissen Sie, vor dem Vorbereitungsraum. Ja. Mit dem Regen, völlig zerschossen. Mit sich Schussverletzungen. Meine Güte. Und Mr. McCoyne sagte: Außer ja, das ist der mutmaßliche Mörder des Governors. Oh. Und ich verstehe es nicht, Eure Exzellenz. Wie kann man so unfähig sein? Warum setzt uns niemand in Kenntnis? Warum legt man den in meinen Garten? Ja, aber was. Wurde er uns da hingelegt? Ja, natürlich, sie haben ihn dort hingelegt. Und. Einfach in den Regen. Ja, aber. Und Mr. McCoyne wusste das. Nun, was ist denn mit dem Mörder? Ist der... Und er ist tot. Ja. Er ist tot. Und nun, er sieht aus wie Schweizer Käse. Eindeutig. Nun, ist er Katholik gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn jetzt gerade in die... Oh Gott. Ja. Ich habe ihn gerade in den Vorraum geschliffen.
den aufbereitet. Meine Güte, ja, ich sehe es. Nun, ja, dann ist der Mann katholisch. Ich weiß es gibt nicht. Gibt es Auflagen von der Stadt? Nun, ich weiß es nicht. Und anscheinend setzt man uns ja nicht in Kenntnis und übergeht uns ja. Scheinbar. Und dann. Und da soll man sich noch normal verhalten. Manchmal sogar nicht gefährlich. Und ich denke, es hat sich beruhigt. Es gibt keine Schüsse mehr. Ja. Was wird jetzt mit dieser Leiche passieren? Ja, nun, ich habe sie jetzt im Aufbereitungsraum. Nun, wir müssen mit Mr. McCoyne sprechen, was dort los ist. Wir müssen wissen, ob der Mann römisch-katholisch war. Ja, verstehe. Was passiert mit Mr. Young? Ja, das ist das eine ebenfalls. Gute Frage. Muss ich auch herausfinden, ob er römisch-katholisch war. Ja. Nun, für Mr. Young können wir sagen, dass sich die Pläne der Kirche bereits geändert haben. Der feierliche Anlass morgen ist abgesagt. Wir werden den Dienst an Gott, werden wir damit verknüpfen, gedenken an die von Gott geschaffene Ordnung, unter anderem auch mit dem Ständesystem. Aber auch an die Trauer, den verlorenen Führer dieses Countys festlegen, ja. Ich stehe ja in der Messe für Mr. Young, fände ich ja schön. Ja. Und auch jemand ist gestorben. Mr. Lamas? Ich weiß es nicht. Sag mir nichts, der Name. Wer war denn der Kerl? Das weiß ich nicht. Ich hörte nur seinen Namen, dass er auch irgendwie jetzt vor kurzem verstorben sei. Gestern hörte ich noch von einem Mr. Lavi. Kann es das Lavi, sein? Ja, ja. War der Mann auch auf dem Ball? Ist er dort auch verstorben? Nein. Ich habe den Namen nicht wieder gehört, aber ich kenne den ja nicht. County. Jetzt fällt es mir ein. County Mayor oder so von West Elizabeth war der Mann wohl. Lavi. Sagt Ihnen nichts, nicht? Nur der Name, den Herrn persönlich kenne ich nicht. Aber ja. County Mayor und der Governor. Ja, das ist... Scheint fast so, als wäre jemand hinter dem Staatsrat her. Scheint so, als wollte jemand die Ordnung im Staate kippen. Und dieser jemand scheint jetzt tot zu sein, nicht? Er liegt zerschossen bei uns im Aufbau, war in der Aufbereitungskammer. Scusi. Wissen Sie, wer ihn dort abgelegt hat oder wer ihn gestellt hat? Das von den Police Department, den Informationen nach, die ich gerade habe. Aber Mr. Berrigan wird jetzt mehr in Erfahrung bringen. Ein Jammer, er hat sich schon so auf seine Priesterweihe morgen gefreut. Oh, ich verstehe das. Tut mir sehr leid. Ja, er hat sein Studium letzte Woche abgeschlossen, erfolgreich. Die nötige Zeit als Diakon hat er hinter sich und er soll danach in Rhodes als die Seelsorge die Gemeinde übernehmen. Ein Jammer für beide, für ihn und für Rhodes, nicht wahr? Nun, aber Prioritäten müssen jetzt gesetzt werden, nicht? Das ist wichtig. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich der Messe morgen beiwohne, auch wenn ich ja, nun ja, Sie wissen, nicht katholisch bin? Nun, es hat Sie nicht davon abgehalten, zuvor den Messen beizuwohnen, nicht? Ja, ich hatte aber Mr. Berrigan gefragt. Ich glaube, ich hatte Sie selbst noch nicht gefragt. Sie haben meine Erlaubnis, die Messe beizuwohnen, nur ich nehme an, die Eucharistiefeier ist nur für Katholiken, ja? Natürlich, die werde ich nicht beiwohnen, doch meine Güte. Na, Christi können Sie bedauerlicherweise noch nicht empfangen, bis Sie sich jemals entschließen sollten, sich taufen zu lassen, mein Kind. Ich denke, und wenn Sie, nun, das hat ja Zeit, aber wenn Sie dort mal ein Gespräch wünschen oder Informationen. Sie müssen auch an sich denken, mein Kind, und
in das Leben nach diesem Leben, nicht? Was passiert dann? Was kommt auf uns zu? Die Bibel bietet Antworten darauf. Sie meinen die Tora nicht? Nun, die Tora ist alt. Ich denke, die endgültige Antwort werden wir erst erhalten, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen, nicht wahr? Aber das ist dann nicht zu spät. Mein Kind, Scusi, ich will sie nicht bedrängen, natürlich nicht. Ich mache mir nur Sorgen um ihr Seelenheil. Ah, natürlich, Sir. Aber ich ehre Vater und Mutter, beide waren Juden und haben, nun ja. Nun ja? Mir diese Religion beigebracht und man soll doch Vater und Mutter ehren, oder? Und es gibt nur einen Gott. Da sind wir uns doch einig, Sir. Auch wenn er sich ja manchmal in vielerlei Gesichtern zeigt, nicht wahr? Nun. Ich habe gehört sogar, das Nachtvolk glaubt nur an einen Gott. Ich meine, er ist allmächtig, er könnte jede Art von aber Zeichen annehmen. Nun, Signore. Neue Länder, neue Sitten. Nun, Signore, Sie müssen verstehen, die Heilige Römisch-Katholische Kirche glaubt, und wir sind überzeugt, dass die Menschen in diesem Leben einem gewissen moralischen Standard entsprechen. Moralischen Standard, die Gott würdig sind und wertig. Hat Gott Ihnen das persönlich gesagt? Diese Standards werden durch die römisch-katholische Kirche und die Lehren dort gepredigt und verbreitet. Signore, ich weiß nicht, ob Sie scheinen kein Katholik zu sein. Deswegen lassen Sie es mich Ihnen erklären. Es gibt einen Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist deine Heiligkeit, der Papst. Jesu Christi persönlich, mein Sohn. Oh. Denn auf diesen Felsen sollst du meine Kirche bauen. Gibt es da ein Papier oder wo das natürlich beglaubigt ist? Signore, natürlich. Okay. Und das ist sicher auch 100%, dass es nicht gefälscht ist. Denn, 100%. Denn wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann ist das ja schon ziemlich lange her, dass man, gewisse... Vertrauen Sie auf die Kirche, so vertrauen Sie auf Gott, mein Sohn. Und wir alle müssen glauben. Ist es nicht so, Signora Salomon? Ja. Mir wurde beigebracht, Gott ist überall und man braucht keinen Tempel, um Gott nahe zu sein, sondern man braucht nur ein gutes, reines Herz, um Gott nahe zu sein. Glauben Sie nicht, dass man einen Ort der Erinnerung braucht? Warum haben wir sonst Friedhöfe, wo wir zu den Toten gehen und sprechen? Doch, aber der Ort, der befindet sich im... Glauben Sie nicht, dass es angemessen ist, für den Herrn aller Dinge ein Haus zu bauen, das seiner würdig ist? Ich glaube, dass der Herr weitaus... aber das ist nur ein Glaube, es ist kein Wissen, es ist auch nur eine Art Glaube. Ich bin der Meinung, dass mit all den vielen nötigen Ressourcen und Geld, das man braucht, um irgendwelche Tempel oder Häuser zu bauen, vielen Menschen helfen könnte, die weitaus weniger haben. Signore, Sie scheinen nicht von hier zu sein. Sonst wüssten Sie, dass die Kirche sehr engagiert ist bei der Armspeisung. Wir sind die einzige, karitative Einrichtung hier. Gewisse Wertgegenstände in gewissen Häusern anschaue, denke ich mir, warum muss denn das jetzt aus Gold sein? Nun, das weil kann es auch Kupfer sein. Signore, weil es dem Höchsten entsprechen muss. Es ist angefertigt, ihn zu würdigen. Es ist angefertigt, für ihn auf Erden ein Denkmal zu setzen. Kupfer? Signore, ich bitte Sie, Sie machen sich ja lächerlich. Also das heißt, das würde ja bedeuten, dass Gott auf Einschleim steht. Das glaube ich nicht. Nun, die Wege des Herrn sind unergründlich und es ist Blasphemie, sich anzumaßen, zu verstehen, was er möchte, Signore. Ja, das
Da bin ich ganz bei Ihnen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es anmaßend ist, zu glauben, man müsste einen großen Tempel bauen, nur weil irgendjemand behauptet, er hätte das von Gott so gehört. Signore, scusi, ich glaube, ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinaus wollen. Möchten Sie das Wirken oder die katholische Kirche, die Lehre, selbst in Zweifel ziehen, gerade im Hause Gottes? Warten Sie, Signore, lassen Sie mich bitte aussprechen. Die Heilige Römische Kirche führt die Menschen zum Guten seit über 1000 Jahren, Signore. Das Wertebild, auf dem dieses Land aufgebaut ist, stammt aus den Lehren der katholischen Kirche. Möchten Sie es als fehlerhaft? Möchten Sie es als unwürdig? Möchten Sie alles umschmeißen, Signore? Sie wirken auf mich wie jemand mit Ihren Gedanken, wie jemand, der durchaus imstande wäre, eine mögliche neue Ordnung ausrufen zu wollen. Und wo führt uns das hin, Signore, wenn Sie diesen Weg weitergehen? Würden Sie Ihre Waffe in die Hand nehmen und die Menschen, die Sie in Zweifel ziehen, erschießen? Nein, ich würde allen die Waffen wegnehmen, dass keiner mehr eine Waffe hat. Meine Güte. Und würde Ihnen sagen, reicht euch alle die Hände, ihr braucht keine Waffen. Aber da sind wir uns doch einig, Signore, die römisch-katholische Kirche und Sie. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ein Gebot. Ich habe andere Geschichten gehört. Es gab auch mal unter dem Zeichen des Kreuzes auch Kriege. Nun, Signore, der Glaube und Gott muss auch geschützt werden, nicht? Aber nicht durch Gewalt. Aber gut, wie gesagt, es ist mir, naja. Aber predigen Sie hier nicht gerade Gewalt? Bauen wir beide hier nicht gerade einen Konflikt auf, Signore? Das war nicht meine. Aber Sie stellen die Heiligkeit der römisch-katholischen Kirche in Frage. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, mein Sohn. Ich hoffe, Sie kommen zur Besinnung eines Tages und verstehen, auf welchem Irrweg Sie sind. Ich mache mir wirklich noch mehr Sorgen um Ihre Seele als um die von Signora Solomon. Wissen Sie, der Herr hat mir in meinem Leben sehr viele Zeichen gesendet und hat mich immer in den Frieden geführt. Scusi, wenn ich das sagen muss. Es war ein harter Tag, vielleicht sollten wir nicht darüber sprechen, aber lassen Sie mich dies noch sagen. Es scheinen Ehewege gewesen zu sein, Signore, wenn Sie so denken, wie Sie jetzt denken. Wenn der Frieden, der auf meinen Weg mich begleitet hat und dahin, dass es gut geworden ist. Es geht doch auch um den Frieden im Jenseits, im nächsten Leben, Signore. Es geht um Ihr Seelenheil. Es geht darum, dass Sie in die Tiefen des Himmels, nicht in die Tiefen der Hölle, sondern... Ich bin ganz außer mir, in die Höhen des Himmels aufsteigen können, ins Paradies zurückkehren. Wissen Sie, es war genau jene Einstellung, die Sie vertreten, die dem Menschen das Paradies verwehrt hat. Er stellte Gott persönlich in Frage, stellte seine Existenz und seine Gutmütigkeit in Frage. Du meine Güte. Wissen Sie von dem Lichtbringer, einst höchster Engel des Herrn? Ja, von dem habe ich gehört. Die erste Todsünde, mein Sohn. Er stellte sich höher als Gott. Er meinte zu Gott, gib dem Menschen den freien Willen und er kann sich entscheiden, dich nicht zu lieben. Und der Mensch, nun, sie stehen vor mir. Hochmut ist eine schwerwiegende Sünde, mein Sohn. Anscheinend hat es ihm ja nicht viel gebracht. Er ist nicht weit gekommen damit, oder irre ich mich da? Ja, denn Gottes Macht ist grenzenlos, Signore, und jeder, der sich über ihn erheben will oder der denkt, dass er in seinem begrenzten Wissen und in seinem begrenzten Leben mehr Erfahrung sammeln konnte als der Herr der Herren. Hochmut, die das schlimmste habe ich aller Sünden. Behauptet. Ich habe niemals an Gott selbst gezweifelt. Sie tragen viel Zweifel in sich, mein Sohn. Ich zweifle nur manchmal an gewissen Untertanen. Nun, der Mensch ist irrbar und doch haben wir die Aufgabe von Gott bekommen. Und wir erfüllen sie so gut wir können. Und macht uns das nicht göttlich? Oh, ich denke, in jedem von uns steckt etwas Göttliches, sofern Gott uns zulässt, ihm zuzuhören und dass wir auch bereit sind zuzuhören. Aber auch glauben, Signore. Wir müssen glauben, wir müssen uns in die Hände Gottes begeben, denn nur dort finden wir den Schutz.
und die Sicherheit. Nur dort können wir den wahren Weg sehen und ihn sicher auf ihm sicher wandeln. Warum Sie nicht, Signore? Doch, ich glaube. Bene. Das steht außer Frage. Bene. Lassen Sie uns gemeinsam beten, ich bitte Sie. Kommen Sie. Ich bitte Sie. Nur diesen kleinen Gefallen. Nein, Sie auch, Signore Solomon. Kommen Sie. Die heilige Jungfrau Maria, voll der Gnaden, gebenedeit seist du, gebenedeit sei dein Leib. Nun, Nomine Patri, Filii Spiritus Sancti, ich werde das Gebet auf Englisch sprechen. Mein Herr, ich bitte dich, sende uns deine Weisheit. Ich habe hier zwei deiner Kinder, die vom Wege abgekommen sind. Ich bitte dich, sende ihnen die Weisheit, deinen Weg zu erkennen und in deinem Namen zu handeln. Ich bitte dich, gib ihnen die Kraft, dich zu ehren und nur dir zu frönen und dir zu huldigen. Lass sie nicht abweichen. Sende ihnen deine Engel, damit sie den wahren Weg zur Erleuchtung wiederfinden. Denn sie wandeln fehl auf dunklen Pfaden und sie irren sich so sehr, dass sie denken, es sind Pfade des Lichtes. O Herr, so schenke ihnen die Kraft und die Weisheit, dich als das anzuerkennen, das du bist. Als Geschöpf, als Herr aller Dinge. Das Alpha und Omega, Anfang und Ende. Amen. Nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti. Nun, wir Amen. Wollen, wenn die Maria-Wohl-Stiftung, nun, wir sammeln gerade die Gelder dafür, dass wir hier eine Klosterschule eröffnen können und eine Kirchenschule dort einrichten. Dort kann man ihnen helfen. Ah, ich danke Ihnen, dass Sie mit mir gebetet haben. Ein erster Schritt. Signore, vene grazie. Ich danke Ihnen für diese Spende. Es ist nicht viel, aber ich denke, es kann trotzdem helfen. Ja, natürlich. Eine Spende für die Kirche. Ich danke Ihnen. Sehr großzügig von Ihnen beiden. Nun, auch wenn Sie nicht daran glauben, so nehmen Sie den Segen Gottes von mir an. Meine Patriot Filitus Spiritus Sanct, Dios Erechim, Dios Voyum, Esse Sanctum, Sanctum Ani. Meine Patriot Filitus Spiritus Sanct. Bitte, Signore Solomon, Sie sind in der Kirche immer willkommen. Vielen Dank. Es ist meine Aufgabe, Ihnen beizustehen, wenn Sie nicht Teil meiner Gemeinde sind. Auch Sie, Signore Scusi, wie war der Name? Es hat ihm die Sprache verschlagen, nicht? Verzeihen Sie. Ah. Mike Stucky ist mein Name. Miles Stucky, ja. Mike. Die Kurzform von Michael. Ah. Sehen Sie nur. Und es war der Erzengel Michael mit dem flammenden Schwert, der einst der Lichtbringer war, in die dunklen Tiefen der Hölle verbannt. Auch Sie werden die Kraft des Lichtbringers in sich finden, mein Sohn. Den Fürsten der Lügen verdammen, diese Zweifel ausräumen, die Sie quälen. Oh, Sie haben keine Ahnung, wie schwoft er schon versucht hat, mich in Versuchung zu führen und wie oft ich ihm gezeigt habe, wo die Tür ist. Mit Gottes Hilfe nicht. Mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass ich das allein geschafft hätte, aber zumindest war es so. Und so sehe ich die große Hoffnung in Ihnen, mein Sohn. Ich hoffe, Sie am Sonntag hier zu sehen. Wann geht die Messe denn los?
Wir mussten sie verschieben auf 21 Uhr. Es wird einfach zu knapp immer, sie um 20 Uhr zu machen. Ja, natürlich. Alleine für Mr. Young werde ich die Messe besuchen. Ja. Ich bin mir sicher, das wird ihn freuen. Naja, hoffen wir auf jeden Fall, dass die Straßen jetzt ruhig geworden sind und es nicht noch mehr mordlustige Gestalten herumtreibt. Amen, lassen Sie uns mal schauen. Wenn Sie es gestatten, dann werde ich in Zukunft Signora Solomon das Armenhaus braucht wieder neue Medikamente. Ich werde sie die Tage einmal besuchen, ja. Das Armenhaus? Ja, wir haben es heute übernommen. Oh, wirklich? Und würden Sie es mir die Tage mal zeigen? Natürlich, wann immer Sie wollen. Wollen Sie jetzt es sehen? Ich möchte nicht Ihre Zeit stehlen, also nur wenn es wirklich möglich ist. Ich warte eigentlich auf Mr. Berrigan, aber der scheint gerade... Er scheint fort. Wir können die Zeit gerne nutzen, wenn Sie wollen. Signore, wollen Sie uns begleiten? Ja, es ist vielleicht ganz sicher, wenn Sie noch jemanden bei sich haben, der, naja, vielleicht ein bisschen Schutz sorgt, ja. Dann fliege ich und hole rasch meinen Mantel. Was weiter? Ja, wir werden das Armenhaus besichtigen. Kommen Sie doch gerne mit. Happy, bist du da? Los. Sie meinen mich? Das ist Mr. Stucky. Ich kenne ihn auch nicht besonders gut. Ich glaube, ich habe ihn oft mit Miss McCartley gesehen. Braddock. Entschuldigen Sie, Mr. Miss Braddock. Ja, Mr. Braddock. Gut. Alles gut. Nein, er hatte noch zu tun. Okay. Also, kommen Sie mit zum Armenhaus? Ja, ich hatte Mr. King damals viel Geld gespendet, damit es da aufgebaut werden kann. Oh. Mr. King wurde enteignet. Oh. Ja, Kirche aber dennoch ist mein Geld es ist fantastisch. Aufbau genutzt worden, oder? Ah, Signora, leid, ich grüße Sie. Ja, einen wunderschönen. Wie geht es Ihnen, mein Kind? Oh, soweit, so gut, würde ich mal sagen. Ja, eine düstere Zeit aktuell, nicht wahr? Aber der Glaube verleiht uns Kraft und Mut und ein Licht am Ende des Tunnels, nicht? Ja, das stimmt. Wie geht es Ihnen? Oh, ich bin ein Diener Gottes. Ich danke Ihnen für Ihre Sorge um mich. Aber ich wurde überfallen. Meine Güte. Schon wieder? Ja. Ich, hey. Oh, dieser Pudel. Kommt mir bekannt vor. Oh, das ist Miss Bunny. Glaube ich. Ja, ich kenne nur eine Person in dieser Stadt, die einen Pudel hat. Nun, zwei. Einen schwarzen und einen weißen. Naja, aber der Weiße gehört doch Miss Burton, oder? Richtig, ja. Ist sie hier irgendwo? Nun, sie ging heute an der Apotheke eben vorbei und wirkte recht. Nun, Sie wissen ja, was. Und was für ein Feini, nicht? Ja, bedauerlich. Wissen Sie mehr über Mr. Young? Ich würde gerne wissen, ob er römisch-katholisch war. So können wir eine Trauerfeier. Aber Schreiner, das ist doch sowas wie Jesus war, oder? Nein. Dann war er nicht auch irgendwas mit Holz? Mein Kind, sehen Sie. Jesu Christi war der Sohn Gottes. Ja, aber er hatte doch einen Beruf, einen weltlichen, oder? Nun ja, er hat alles Weltliche abgelegt, nachdem er zum Himmel aufgefahren ist. Wieder eins zu werden mit Gott, nicht? Verzeihung. Also, wir glauben durchaus, dass es ihn gab, das wissen Sie schon, ja? Ja, natürlich. Gut. Nun... Barbara, grüße dich. Oh, schönen guten Tag. Sie spricht wenig. Miss oder Mrs.? Bedauerlich. Aber eine Mrs.
Papa, das ist doch gut für sie, wenn sie verheiratet ist. Was sagte ich? Oh, excuse mein Englisch. Eine Missy. Wo habe ich die Schlüssel? Ja, ich habe die Schlüssel. Nun wollen wir hoffen, dass wir niemanden wecken, nicht? Ja, natürlich nicht. Treten Sie ein. Oh, ich verstehe. Und wie Sie sehen, ist Ihr Geld gut angelegt, nicht? Ja. Alle bis auf das Notbett, alle Betten sind belegt. Der Harry sind immer noch die Auswüchse des Hurrikan. Also wunderbar. Trockener Schlafplatz. Naja, so. die meiste Zeit trocken. Ja, was bedeutet das? Bitte. Naja, das Dach ist nicht ganz dicht, aber das ließe sich wieder, naja. In die Ecke. Machen. Oh, kennen Sie sich damit aus, Signore? Naja, ich bin sozusagen auf einer Farm groß geworden, da war das Scheundach hin und wieder auch mal nicht ganz dicht. Da muss man immer wieder mal anderen liegen. Und wir versuchen, eine ehrenamtliche Tätigkeit ins Leben zu rufen, um auch die Sturmschäden noch immer in den Slums zu beseitigen. Heute haben wir noch mit Signora Burton darüber geredet. Sie hofft auf, Menschen, die keine Arbeit haben, dass sie sich um den Müll in der Stadt kümmern. Vielleicht können wir da was organisieren, aber... Ja. Nun, wenn Sie wünschen... Es finden sich immer Leute, die... Naja, die etwas zu tun brauchen und ja, natürlich. Ja, im Moment haben die armen Seelen kaum die Kraft. Es herrschte, aber bis vor ein paar Tagen, glaube ich, herrschte noch eine sehr starke Grippe hier. Oh. Daher die Medikamente. Eine einfache Grippe oder, sind Sie sicher, nichts Schlimmeres? Ein Typhus oder ähnliches? Nun, Mr. Berrigan sprach von einer Grippe. In Ordnung, das ist sehr beruhigend. Ja. Das ist die karitative Arbeit, Signora. Sie wollten das Armenhaus sehen. Ja. Es kann immer passieren, wenn arme Menschen auf so einem engen Raum zusammengepfercht sind. Kann alles Mögliche passieren, nicht? Sehen Sie, es... der soziale Abstieg mancher Menschen oder andere Menschen haben Familienmitglieder verloren. Sie fühlen sich abgehängt. In diesen Zeiten hier und manchmal kommt es hier zu Gewalttaten. Tja, den eigenen Tod muss man nur sterben, mit dem Tod der anderen muss man leben. Si, Signore, weise Wort. Si. Ist es. Aber bis vor ein paar Wochen waren hier ein paar obdachlose Kinder in den Straßen, die eine diebische Straßengang, eine Gruppierung. Organisiert. Ich habe versucht, sie als Messdiener zu requirieren, aber kann sie nicht greifen. Seit ein paar Tagen sind sie wie vom Erdboden verschwunden. Meine Güte, das war mir nicht bekannt. Ja, damit die wenigsten schauen in dieser Gegend herein, aber ich habe hier meine Ohren. Durch die Maria-Wohl-Stiftung, die Menschen nehmen sie an. Kommen zur Kirche. Mr. Doherty. Mr. Doherty hält sonntags immer eine Abendspeisung. Er ist ein sehr guter Fischer und so. Versucht er, Barbara zu unterstützen in der Suppenküche. Die Menschen vertrauen ihm alles an. Er ist ein wahrer Samariter, ja. Die Abendspeisung findet die hier statt oder in der Kantine? Nun, Barbara hat immer geöffnet, nicht? Aber verstehe. Mr. Doherty macht es sonntags um den Gottesdienst herum. An der Kirche. Sagen Sie, kennen Sie die Kantine? Nein. Ist sie hier irgendwo? Sie Ihnen zeigen? Sie ist da hinter der Apotheke und sie würde sich sehr gut eignen, um vielleicht da große Speisungen, also bestimmten Feierlichkeiten zu geben. Bene. Glauben Sie, nun viele der Menschen, die hier wohnen, haben, Erfahrung gemacht, dass auf in der Stadt sehr Wert zwischen dem gesellschaftlichen Stand liegt und die Menschen sind eher seltener willkommen im oberen Teil der Stadt. Die Polizei sorgt dafür, dass sie hier bleiben. Deswegen weiß ich nicht, wenn sie unter ihrem Schutz stehen, dann werden sie sie dort lassen und zum Arzt oder der Apotheke werden alle Menschen kommen. Sie, Signora, nur Sie müssen verstehen, dass die Kirche für alle da ist. Für die Ärmsten sowie für die Reichsten. Wir müssen eine Kirche sein, die sogar für jene da ist,
die sich von Gott abgewandt haben. Habe ich Ihnen erzählt, dass sogar Mr. Tinker bei mir beichten war? Ich hörte davon. Ja. Und das bedarf aber auch einer, ich will nicht sagen, nun eines gewissen diplomatischen Geschicks, nicht? Das war sicher eine sehr lange Beichte. In der Tat, eine sehr aufschlussreiche Beichte. Ja, das kann ich mir denken. Nun, der... Gentleman. Ja, aber am Ende ist er auch nur ein Mensch. Mit Ängsten, wie jeder von uns. Hat er gesagt, was er vorhat, warum er nicht mehr hier ist? Hatte er Pläne, ist nicht mehr hier? Nein, er wurde lange nicht gesehen. Und das ist sehr untypisch für ihn. Nun, ich nahm an, er gab sein Wort, die Kirche in Frieden zu lassen. Vielleicht ist er deswegen weg. Naja, was ich sagen wollte, ist, dass wenn wir eine zu große Vermischung der sozialen Stände herbeiführen, die natürliche Ordnung in Sondini vielleicht gefährdet wäre und wir dadurch die, vielleicht für die Ärmsten der Armen weiterhin ein Platz sind, aber was ist mit den Oberen der Gesellschaftsschicht? Sie könnten sich abgestoßen fühlen von der Kirche. Es ist wichtig, das Gleichgewicht zu erhalten, nicht? Nun, glauben Sie mir, die Kantine ist nichts, wo die obere Schicht hingehen würde. Würden Sie sie mir zeigen, Signora? Ja, sehr gerne, Sir. Oder Bischof, wie spricht man Sie denn korrekt an? Es tut mir sehr leid, mein Unwissen. Bischof, in Ordnung. Eure Exzellenz können Sie auch sagen. Nun, Sie ehren nicht mich als Mann damit, sondern meinem Rang in der Kirche nicht. Signora Wright, Sie sind so still. Nun, ich lausche Ihren Worten und denke darüber nach. Ah, bitte. Kommen Sie, bevor die Ratten kommen. Komm. Vielleicht sollten wir wieder ein paar... überhand nimmt... Nun, es ist etwas... Hier im Armhaus ist es leider etwas anderes. Wissen Sie, die Menschen sind durch ihren sozialen Status teilweise auch... Ja, sie haben sich teilweise selber aufgegeben, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Das hat leider zur Folge, dass sie auch auf Reinlichkeit nicht mehr so viel Wert legen. Vielleicht soll ich den Traum meiner Frau wieder wahr machen. Und der wäre? Das Haus der Hoffnung. Ich hatte es schon einmal aufgebaut. Auch ein Ort für Obdachlose und Menschen, die sich verloren fühlen. Oh. Das klingt doch... Nun, vielleicht möchten Sie sich in der Maria-Wohl-Stiftung engagieren, Signore. Wir schauen gerade, dass wir mehr Räumlichkeiten in der Stadt bekommen. Es gibt ein unglaublich interessantes Backsteinhaus in der Nähe dieses Schneiders weiter im Norden. Steht sogar eine Kanone davor. Können Sie sich das vorstellen, vor dem Gebäude? Oh. Ich habe in Rom angefragt, ob wir ein paar Nonnen bekommen, damit wir dort ein Kloster errichten, ein Benediktinerkloster. Hier sehen Sie sich das nur an. Die Mütze liegt dort immer noch. Gewalt durchzieht die Straßen. Gewalt, weil die Menschen führerlos sind, gottlos. Yep. Oh, Signore, ich laufe vor, ich weiß gar nicht den Weg. Ja, Sie laufen richtig, wir müssen erstmal zur Apotheke. Na, da war ich gerade hin auf dem Weg. Nun, wie ich sagte, die Menschen sind führerlos und deswegen neigen sie dazu, ihren innersten Gelüsten nachzugehen. Deshalb sind die Lehren der Kirche so wichtig, sie helfen den Menschen Maß zu halten. Ein soziales, gemeinsames Gefühl anzustreben und zu leben. Es ist von außerordentlicher Wichtigkeit, dass die Menschen die Kirche nicht vergessen. Guten Abend. Guten Abend, Gentlemen. Ein Mensch ohne Kirche ist ein Mensch ohne Gott und ein Mensch ohne Gott ist ein Mensch ohne Hoffnung. Ach, Signore, jetzt bin ich ein wenig, habe ich mich verplappert. Wir können jetzt hier nach rechts gehen. Ach, das ist ja noch der Pudel. Was für ein Feind. Vielleicht ist er ja Miss Burton entrissen und Gut, es ist eine Gasse. Ich werde mal vorlaufen.
Nun, wenn Sie es wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wie gesagt, wir versuchen einen sozialen Ort für die Menschen, vielleicht sogar mit einer Bibelschule. Du meine Güte. Kleine Paradiese, die sich zwischen den Mauern immer wieder auftun. Ja, die Hinterhöfe sind oft schön. Wenn man sich gut auskennt, dann weiß man, welche man gehen darf und welche lieber nicht. Na, da sind wir schon. Hören Sie, wie schön. Oh ja, wirklich. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ja, aber es ist zur Not ein bisschen überdacht. Hier kann man auf jeden Fall gut kochen. Es gibt genügend Platz für große Speisungen. Alles, was man braucht, nicht wahr? Eigenartig, dass mich Mr. Doggett noch nicht über diesen Ort informiert hat. Ja, vielleicht wusste der Herr ja noch nicht davon. Er kommt nicht aus der Unternehmen. Ich bin hier geboren. Beeindruckend. Nun, mein Kind, soweit ich weiß, ist die Kapelle in den Slums in den Besitz des Rabbi übergegangen. Sie gehört den Juden, aber ich war als Kind zweimal da, dann wurde sie wieder geschlossen. Oh. Sie war baufällig und seitdem nicht aufgebaut. Meine Güte, dann sind Sie sicher. Das muss ja schlimm sein für die jüdische Gemeinde, nicht? Ja, ich habe mit Mr. Schatz bereits darüber geredet. Bleiben Sie in Deckung. War das das, was ich glaube, dass es das war? Ach, vielleicht nur ein Betrunkener, der seinen Hund erschießt, weil er zu laut bellt. Möglich. Betrunkener, sagen Sie, ja? Es ist nur ein Schuss gewesen. Ja, nun, Betrunkene sind Menschen, die sich nicht im Griff haben, nicht? Und manche sind doch danach viel netter und manche schlafen einfach nur friedlich, ist doch schön. Wirklich? Die Seitengasse ist sicher. Ja, vielleicht sollen wir zurück zur Kirche gehen, was meinen Sie? Ja, ich denke, das wäre gut. Nicht, dass wir noch für Hunde gehalten werden. Kennen Sie den Rabbi? Nein, habe ich ihn noch nie getroffen. Mr. Shamas hat mir von ihm erzählt. Ich hätte ihn aber gerne getroffen. Ja. Naja, Mr. Shamas ist doch in Blackwater, nicht? Ja. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, er ist ja... gehört ja auch ihrer religiösen Gemeinschaft an. Ja. Und Mr. Shamas war es, der mich... der Hinrichtung von diesem beischen Mörder eingeladen hat, damit er noch beichten kann. Oh, und hat er gebeichtet? Ja. Aber es gab nichts, was ich ihm hätte vergeben können, bedauerlich. So wird über ihm im Fegefeuer gerichtet. Das ist etwas, was Sie nicht sagen können, oder? Was er gesagt hat, aber ich wüsste gern, was man kurz vor seinem Tod, Ja. Die Menschen sind oft sehr redselig und... Evening. Guten Abend. Die Menschen sind oft sehr redselig und haben den Wunsch zu sprechen. Nun, vielen Dank, dass ihr uns das im Haus gezeigt hat. Ich bin froh, dass es, das gibt und jemanden, der sich darum kümmerte. Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie mir die Cafeteria gezeigt haben. Nun, wenn Sie etwas Größeres planen, etwas, wofür Sie Medikamente, Sodas oder ich weiß nicht, vielleicht doch Geld brauchen, sagen Sie gern Bescheid. Ich denke, die Apotheke würde sich daran beteiligen. Ja, ich denke auch. Herr Bene, Mr. Berrigan wird da diesbezüglich auf Sie zukommen. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre offenen Ohren. Behalten Sie Ihre Herzen gerne auch so offen. Gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten ist es sehr wichtig, dass wir zusammenhalten. Natürlich. Und uns Kraft und Trost spenden. Ja, nachdem jetzt mehrmals Schüsse fehlen, würde ich vielleicht vorschlagen, dass ich die Ladies noch begleiten werde, wo auch immer sie noch hin möchten. Nun, wir sind direkt hier bei der Apotheke. Gehen vor dem Laden, wo wir arbeiten. Ja. Wunderbar. Aber vielen Dank. Oh, ich muss die Urkunden noch einschließen. Miss Burton, über das Armenhaus. Nun, dann verabschiede ich mich und es war mir ein sehr großes Vergnügen. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke, dass ich mit durfte. Natürlich, mein Kind. Ich habe immer Zeit für jene, die vielleicht ein Licht brauchen auf ihren Faden.
Einen schönen Abend Ihnen allen. Ebenso. Guten Abend. Okay. Gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist mit Webby? Wo ist denn der? Das Gefühl, ich will es nicht beschwören. Ich habe das Gefühl, seit der Webby, seit wir diesen Talk hatten, dieser coolen Idee, die er hatte, die wirklich sehr cool ist, der nicht mehr so wirklich Lust aufs Gehen hat. Aber das wäre natürlich bedauerlich. Gut, wir schließen die Urkunde auf jeden Fall ein. Aber wie hieß jetzt nochmal, weiß das hier einer gerade? Wie hieß nochmal der... Priesterweihe. Der 9. Gut, den schicken wir nämlich gleich mal dem Lamas. Jetzt noch mein Ticket auf. Okay. Ich weiß, es sieht nicht aus, aber... Okay, ihr Lieben. Ja, ich verabschiede mich. Ich mache mal ein Arpès heute zu Ende. Und wir schauen mal... Wie ging dieser Akzent, den ich damals hatte? Ich fand den so geil. Nun haben wir da ein Problem. Na, das ist es nicht. Okay, Leute. Zeit, sich zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Jetzt müssen wir Listen und so wieder machen. Mal schauen. Okay, ihr Lieben, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz besonders schöne Zeit. Macht's gut. Gute Nacht. Ciao.